Hallöchen, es ist der gleiche Tag, aber ich habe ein bisschen gegrindet und darf jetzt noch meine Hauptstory machen. Das dürfte die hier sein. Grüne Giftzunge, hallo. Dieses Tagebuch, das ihr geborgen habt, der Inhalt ist ebenso verstörend wie faszinierend. Ihr habt gemeldet, meine alte Schwester Lyra Viria sei der schwarze Drache. Dem Tagebuch zufolge hat der schwarze Drache Lyra jedoch getötet. Okay. Ich muss die Wahrheit in dieser Sache herausfinden. Dann erzähl mir mal von der Lyra, die du kanntest. Lyra war die begabteste meiner Brüder und Schwestern. Ich hatte angenommen, dass sie zusammen mit dem Rest meiner alten Familie bei der Säuberung unserer ehemaligen Freistadt starb. Wenn der schwarze Drache Lyra getötet hat, warum benutzt er dann ihren Namen? Höchst merkwürdig. Was machen wir denn? So sehr ich mir einreden möchte, dass ich dieses Tagebuch nie gelesen hätte, kann ich Geheimnissen einfach nicht widerstehen. Entweder der schwarze Drache hat Lyra getötet und meine ehemalige Freistadt zerstört, oder Lyra ist der schwarze Drache. So oder so muss ich die Wahrheit erfahren. Werdet ihr mich begleiten, Assassine? Ja, klar, komm ich mit. Ich werde für die Reise zu meiner ehemaligen Freistadt sorgen. Trefft mich an den Toren von Anvil, sobald ihr zur Abreise bereit seid. Alles klar. Und vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, mir zu helfen. Wo liegt denn die ehemalige Freistadt genau? Nicht weit von hier. Gleich hinter der Grenze in Schwarzmarsch, um genau zu sein. Ich war schon seit vielen Jahren nicht mehr dort. Ich frage mich, was wir dort wohl vorfinden, wenn wir endlich ankommen. Ihr sagt etwas über eine Säuberung? Eine Säuberung. So haben sie es genannt. Ich schätze, der Begriff ist zutreffend. Der ist eklig. In unseren Reihen gärten Verrat und Verderbnis. Auch wenn ich mir bezüglich ihrer Quelle nicht sicher bin oder wie es überhaupt dazu kam. Die Schwarze Hand beschloss, dass eine gründliche Säuberung die beste Lösung wäre, dies zu ändern. Und warum hast du überlebt? Noch eine ausgezeichnete Frage. Die werde ich für später aufschreiben. Doch was die Antwort anbelangt, ich hatte zu jener Zeit gerade Arbeit, tief im Schwarzmarsch. Was immer der Rest meiner Freistadt auch getan hatte, um die Schwarze Hand zu erzürnen, so war doch offenkundig, dass ich keine Schuld daran getragen hatte. Und warum soll der schwarze Drache den Namen eurer Freundin verwenden? Vielleicht hat der schwarze Drache Lyras Name als eine Art Trophäe angenommen. Oder vielleicht hat er es auch nur getan, um uns zu verwirren. Ungeachtet dessen dachte ich, Lyra wäre gemeinsam mit dem Rest meiner Brüder und Schwestern gestorben. Ich glaubte, ich allein wäre verschont geblieben. Und der schwarze Drache hat dann die Freistadt zerstört? Ich bin mir nicht sicher, was ich glauben soll, aber der schwarze Drache legt diesen Verdacht in ihrem Tagebuch jedenfalls nahe. In jedem Fall hätte nur eine Meisterassassine etwas derart Weitreichendes wie eine Säuberung vollbringen können. Die Fertigkeiten des schwarzen Drachen weisen sie eindeutig als solche aus. Seid ihr sicher, dass ihr eure alte Freistadt zurückkehren wollt? Ich kann Geheimnisse nicht ausstehen, wenn ich mich meiner Vergangenheit stellen muss, um Licht in die Gegenwart zu bringen, dann soll das ebenso sein. Immerhin werde ich nicht allein sein. Mit euch an meiner Seite bin ich mir sicher, das Geheimnis der gesäuberten Freistadt ergründen zu können, was immer es auch sein mag. Was das Tarif in unserem Vornamen? So sehr ich Neugier auch bewundere, können eure Fragen bisweilen etwas irritierend sein. Die Matrone bat mich, das Tagebuch zu untersuchen und den Bericht zu erstatten. Meine Nachforschungen erfordern einen Besuch meiner ehemaligen Freistadt. Alles im Rahmen unserer Pflichten, gewissermaßen. Soll man nicht Bescheid sagen? Soll ich losgehen und Astara erzählen, dass ich ihren besten Rekruten an einen Ort mitnehme, den die dunkle Bruderschaft zerstört und zurückgelassen hat, um die Wahrheit über den schwarzen Drachen herauszufinden? Ich würde sagen, nein. Lasst uns das nicht tun. Sie wird sowieso früh genug davon erfahren. Alles klar. So, ab nach Anvil.
Ja, Anvil. Auch Amboss. Zu Deutsch. Also ein bisschen falsch geschrieben, aber. Ich müsste jetzt eigentlich 5. Ja, gut. Können wir hier noch was machen? Bei 8. Bei 7. Und das ist bei 10. Will. Oh, ich habe nicht mal Kopfgeld, das ist ja super. Es ist meiner Meinung nach die Stimme, die Synchronstimme, die auch den Spike bei Buffy. Ist das? Das ist nicht Nathan, das ist ein anderer. Egal, auf jeden Fall, dass der dieses Yeah sagt. Aber ich könnte mich auch täuschen. Okay. Wow, das Grenzland vom Dunkelforst. Und der sieht ja gruselig aus. Das ist Dingens. Ist Kali, oder? Naja. Ich bin schon sehr, sehr lange nicht mehr durch diese Marsch gegangen. Seltsam, aber es fühlt sich nicht wie eine Heimkehr an. Ah, okay. Das ist also etwas, das. Ich habe nie viel über die Säuberung in Erfahrung bringen können. Selbst die Zuhörerin wollte nie Guck mal, was darüber wir sprechen. haben. Psychik. Sie meinte aber, die schwarze Hand kann in extremen Fällen eine Säuberung erbitten. Ich wünschte nur, ich wüsste, was diese Säuberung nötig machte. Ja. Ach ja, die Katze. Oh, die falsche Katze. Hallo, weiße Katze. Na, traust du dich auch mal zu mir freiwillig? Ja, komm, komm hoch. Jo. Super. Jo. Genau, bleib doch mal vor dem Monitor stehen. Genau, so ist gut. Ihr seht ja sonst immer nur die graue. Heute ist mal die weiße, aber die ist scheu. Die lässt sich da auch nicht irgendwie auf den Arm nehmen oder so. Ich schleich nicht. Ah, die schwarze Tür. Nach all den Jahren ist sie immer noch heil. Keine Sorge, ich erinnere mich an die richtige Antwort. Der Trost, mein Bruder. Glaube ich nicht. Okay. Hallo. Habt ihr schon einmal mit den Augen des Hists gesehen? Habt ihr schon einmal hinter die Grenzen der Zeit geschaut? Gerade eben ja. Wir müssen mit mehr als nur unseren Augen sehen, um an diesem Ort die Wahrheit zu enttarnen. Und wie machen wir das? Noch eine ausgezeichnete Frage. Nur weiter so, Assassine. Ich glaube fest daran, dass man immer auf alles Ist die vorbereitet süß. sein sollte.
Deshalb habe ich dieses Harz eingepackt. Wenn man es verbrennt, enthüllen seine Dämpfe Dinge, die unseren schwachen Augen verborgen bleiben. Was soll ich tun? Tief einatmen. Spürt ihr es nicht? Wir sind hier drin nicht allein. Ihr müsst euch um alles kümmern, was uns aufzuhalten versucht, während ich die Flamme am Lodern halte. Wurde diese Freistatt nicht aufgegeben? Ja, von der schwarzen Hand, aber dafür sind andere da. Hatte ich das nicht schon erklärt? Lasst mich in meinen Notizen nachsehen. Interessant. Hm. Die Freistatt wurde von den Lebenden aufgegeben. Richtig? Ja, aber sie birgt immer noch viele dunkle Geheimnisse. Geheimnisse, die womöglich nicht einmal das Harz enthüllt. Wir sollten auf der Hut sein. Dann lasst uns anfangen. So lasst mich denn die Flamme entzünden. Atmet tief ein und lasst das Harz euch die Augen öffnen. Es mag sich unangenehm anfühlen, aber ich rate euch dringend, euch nicht dagegen zu wehren. Die Wirkung sollte aller Voraussicht nach nur vorübergehend sein. Okay. Lasst die Dämpfe uns zu jenen Antworten führen, nach denen wir suchen. Okay. Dampfi, Dampfi. Überreste. Halt, Lyra, ihr kennt mich. Ich würde die Bruderschaft nie verraten. Ich kenne euch, Anneliese, doch meine Befehle sind eindeutig. Bitte, es muss doch einen anderen Weg geben. Wenn das nur wahr wäre. Okay, Wurfdolche. Sterb, Schwester. Lyra. Ja, und weiter. Nein. Nein. Hä? Können wir da drüber? Ja. Okay. Geh weg. Das ist doch nach meinem Geschmack. Als die schwarze Hand die Freistatt versiegelte, hatte ich keine Ahnung, dass sie die Toten zurückließen, wo sie gefallen waren. Wollen wir mal sehen, was das Harz enthüllt. Was? Sind das Tränen? Henker sollten nicht weinen, Lyra. Los, rammt eure Klinge in mein Herz. Wenn Sidis mich ruft, springe ich gern in die Leere. Wenn man uns ruft, müssen wir gehorchen. Glaubt ihr das wirklich? Selbst jetzt meint ihr noch, dieser Irrsinn hätte einen Zweck? Sinn und Zweck sind nur Illusion für die Masse. Doch ihr kennt die Wahrheit, Lyra. Und nun stecht zu. Schickt mich nach Hause. Ui. Klarheit erblüht im Nebel des Hist, doch eine derart schreckliche Aufgabe übertragen zu bekommen.
Hatte. Dampf, Nebel. Schön gemacht auf jeden Fall. Noch mehr sterbliche Überreste. Ein weiterer toter Bruder. Ein weiteres Teil dieses traurigen Puzzles. Verräterin, ich habe unsere Brüder und Schwestern nicht verraten. Die schwarze Hand würde das niemals gutheißen. Ich glaube das nicht. Ihr müsst es auch nicht glauben. Ihr müsst einfach nur sterben. Okay. In den alten Geschichten erscheint der Zorn von Sethys, um die Seelen von Verrätern davonzutragen. Wenn das wahr ist, so frage ich mich, warum diese Säuberung überhaupt nötig war. Eben. Da ist was faul. Vielleicht müssen wir die Lyra gar nicht töten. Okay. Nebel, Dampf. Okay. Durch diese Flure zu wandeln, erinnert mich an die Geschichte, die wir den Initianten erzählen, um ihnen Angst einzujagen. Die Geschichte vom Zorn von Sethys. Ja, darf ich? Danke. Lyra? Stimmt etwas nicht, Schwester? Tut mir leid, dass es so kommen musste, Bruder. Was tut ihr da? Nein, Lyra! Halt! Sie hat die Säuberung ihrer eigenen Freistatt vollzogen. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was das in ihr ausgelöst hat. Tja, erstmal mit ihm reden. Wie schrecklich. Lyra wurde befohlen, ihre eigene Freistatt zu säubern. Ihre eigenen Brüder und Schwestern zu töten. Darauf wäre ich nie gekommen. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, dass man mich über die Säuberung im Dunkeln ließ. Ich verstehe, warum man das für nötig hielt. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass ich die Wahrheit allein herausfinden musste. Lyra starb nicht bei der Säuberung. Sie war das Schwert der schwarzen Hand. Doch was ist danach geschehen und worin besteht die Verbindung zwischen Lyra und dem schwarzen Drachen? Das will sich mir noch immer nicht erschließen. Offenkundig will uns der schwarze Drache glauben machen, dass sie und Lyra ein und dieselbe Person sind. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass Lyra sich je von der Mutter der Nacht und von Sethys abwenden würde. In diesem Mosaik fehlt noch ein Steinchen. Ich weiß es einfach. Wie finden wir das Steinchen, das im Mosaik noch fehlt? Nachdem Lyra die Säuberung abgeschlossen hatte, ist sie vermutlich zum Schrein von Sethys gegangen, um eine Opfergabe darzubringen und im Gebet für ihren Erfolg zu danken. Okay. Das war ihr übliches Ritual. Lasst uns den Schrein besuchen und nachsehen, ob dort noch Bilder von jenem Augenblick verblieben sind. Machen wir. Das war klar. Ich dachte einfach, da wäre schon einer vorher da gewesen, aber nein. Oh, hallo. Hier kommt aber jetzt nicht auch noch runter, oder? Das ist ja, oh Gott, ist tot. Schaut, ich hatte recht. Es gibt noch eine Erinnerung zu sehen. Schreckensvater, hörst du mich? Siehst du, wozu sie mich gezwungen haben? War das wirklich dein Wille? Hat die Mutter das wirklich befohlen? Ich tat, was man mir auftrug, doch es fühlt sich falsch an. Bitte, Schreckensvater, sprich zu mir. Wolltest du all diese Tode wirklich?
Erlaubt mir, euch zu beruhigen, Kind. Ihr habt genau das getan, was euch befohlen war. Sprecherin? Ich wusste nicht, dass ihr noch hier seid. Ein weiteres Sakrament wurde durchgeführt. Ihr müsst in die Stadt Quatsch reisen und Jonas, den Primas von Akatosh, ausschalten. Aber Sprecherin, meine Familie, ich brauche Zeit, um... Eure Familie? Persönliche Bande sind unter eurer Würde. Erinnert euch daran, wer ihr wirklich seid. Skrupellos, ehrgeizig. Ihr seid meine Schweigende, meine Waffe. Ja, Sprecherin, ich erinnere mich. Ich reise sofort nach Quatsch. Nun, wenn das mal keine Offenbarung war. Ich muss wohl noch andere Anwendungszwecke für diese wunderbaren Dämpfe finden. Es scheint, als hätte Lyra nicht nur die Säuberung unserer alten Freistadt durchgeführt, wie man es ihr befohlen hatte, sondern sie nahm im Anschluss auch noch einen neuen Kontrakt an. Habe ich gesehen, aber wer ist Primas Jonas? Bevor seine Großartigkeit Artorius an die Spitze der religiösen Hierarchie aufstieg, stand Primas Jonas, Akatoshs Anhängern, an oberster Stelle vor. Es gab schon vorher Gerüchte, doch das ist der Beweis, dass Jonas keines natürlichen Todes starb. Aber warum arbeitet Lyra jetzt für den Orden der Stunde? Eine ausgezeichnete Frage. Falls der schwarze Drache wirklich Lyra sein sollte, bringe ich diese Verräterin eigenhändig um. Trefft mich in Quatsch, Assassine. Ich habe noch ein bisschen Harz übrig. Damit sind wir unter Umständen in der Lage, festzustellen, was sich im Zuge von Lyras letztem Kontrakt abspielte. Okay. Shazara Tar wird euch zur Goldküste zurückbringen. Ich treffe euch vor der Kathedrale in Quatsch, sobald ich diesen Erinnerungen meinen Respekt gezollt habe. Mach das. So. Hier ist es gruselig. Na, kann ich nicht? Nein. Kann ich hier? Nein. Kann ich hier? Warum nicht? Sein. Ich kann hier nicht reiten. Wieso nicht? Das wird ein bisschen knapp. Aber ein bisschen länger da habe ich ja. Oder vielleicht klappt es ja auch. Ich bin jetzt in Anvil, ne? Jo. Das heißt, wir müssen nochmal einmal ganz durch. So seltsam, weil tatsächlich die Katze im Weg ist. Ich bin doch richtig, oder? Oder? Wo ist denn der Wegschein? Ja. Ja. Gut, okay. Also, da lang. Okay, das wird spannend. Oder so.
so sehr gelohnt, aber egal. Ich will doch gar nichts von dir, lass mich in Ruhe. Ich kann es nicht erklären, aber ich habe das Gefühl, dass hier der richtige Ort ist. Vielleicht ist das ein Überbleibsel davon, dass wir so viele Dämpfe eingeatmet haben. Ich habe nur noch genug Harz für ein paar wenige kostbare Sekunden. Hoffen wir darauf, dass ich bei diesem Ort richtig liege. Dann atmet nun ein letztes Mal tief die Dämpfe des Harzes ein. Wollen wir sehen, ob wir das Schicksal meiner verlorenen Schwester Lyra ergründen können. Okay. Steck die Waffe weg, Kind. Wir haben viel zu besprechen. Ihr fühlt euch verloren. Ohne Ziel. Doch das Gegenteil trifft zu. Alles hat euch zu mir geführt. Ich sehe nur einen weiteren Zeugen, der für immer schweigen muss. Ich habe das Sakrament durchgeführt, das euch herführte. Nicht, weil Primas Jonas sterben musste, sondern weil Akatosh will, dass ihr euch uns anschließt. Euch anschließen? Ich verstehe nicht. Ihr müsst euch von der Leere abwenden und ins Licht treten. Schließt euch mir an und wir wandeln zusammen auf dem Pfad der Erlösung. Drecksfanatiker. Erlösung? Ich bin eine Mörderin. Für jemanden wie mich gibt es keine Erlösung. Unsinn, Kind. Akatosh vollbringt ständig weitaus mächtigere Wunder. Wir müssen eure Fähigkeiten nur in den Dienst des Drachengottes stellen. Ich hab den getötet. Werdet ein Schwert Akatoshs, mein schwarzer Drache, der die Dunkelheit des Bösen verbrennt. Ich glaube nicht, dass ich je fertig werde. Ja, jetzt verstehe ich. Wie einfach. Ich stelle meine Klinge und mein Leben in den Dienst Akatoshs. Zeigt mir den Weg. Oje, ist das doof. Hallo, na? Die Visionen lügen nicht. Die Dämpfe bestätigen meine schlimmsten Befürchtungen. Lyra hat die dunkle Bruderschaft verlassen und wurde zum schwarzen Drachen. Sie hat uns alle verraten. Ich weiß, ihr habt gehofft, dass wir uns bezüglich Lyra getäuscht hätten. Lyra Viria starb an jenem Tag, als der schwarze Drache geboren wurde. Ganz genau, wie es im Tagebuch stand. Meine Freundin ist tot. Es bleibt nur eine weitere Feindin der dunklen Bruderschaft. Eine Gegnerin, die durch meine Hand sterben wird. Es klingt, als würde der schwarze Drache Primas Artorius dienen. Und das sind Informationen, die Astara erhalten muss. Diener wie Herr müssen beide dafür in die Leere gestürzt werden, dass sie es gewagt haben, uns anzugehen. Okay. Kehren wir zur Freistadt zurück und sagen Astara, was die Dämpfe uns offenbarten. Ich treffe euch dort. Ja, weil du bist wie immer schneller da, weil du kannst einfach so portieren. Upsa, ja, ist ja gut. Zack, zack. So, bin mal gespannt, wie viele Punkte wir diesmal kriegen. Wieder nur 20, wieder 20, oder? Voll, wenn es ein bisschen mehr wäre. 5 haben wir. Juhu. Dunkel ist die Nacht. Ich möchte in den Zwölferkreis treten. Das wollte ich doch gar nicht. Komm, hoch. So, wie war das hier lang? Ja. Natürlich weiß ich, wohin ihr wolltet, Giftzunge. Wenn ich etwas anderes geplant hätte, wäre aus euch schon längst eine Handtasche geworden. Sagt mir, was ihr aufgedeckt habt. Alle Beweise deuten auf einen Schluss hin. Lyra ist der schwarze Drache. Und sie arbeitet für Primas Artorius. Der schwarze Drache war eine von uns. Sie weiß, wie wir denken, wie wir handeln.
Artorius setzt unsere eigene Waffe gegen uns ein. Richtig. Gib mir den Befehl, Matrone. Lasst es meine Klinge sein, die dem schwarzen Drachen ein Ende macht. Nein. Geduld, Bruder. Lasst mich die Folgen bedenken. Eure Verbindung mit Lyra könnte ein Vorteil in dieser Sache sein. Aber auch ein Nachteil. Ah, da kommt unser Assassine. Zurück aus der Wildnis von Schwarzmarsch. Mhm. Kommt, reden wir. Wäre euch eine Strafe lieber als Lob, Assassine? Lasst die Schwarze Hand entscheiden, wie wir diese gefährlichen Gewässer durchschiffen. Fürs Erste arbeitet ihr an euren Kontrakten. Schärft eure Fähigkeiten. Der schwarze Drache wird für ihre Vergehen büßen. Genau wie ihr Herr und Meister Artorius. Okay, wie viel kriegen wir? 10. Ach, bitte nicht. Ich guck mal schnell. Och, bitte. Ja, ich bin dunkler Ermittler. Super. Ich habe gehofft, es gibt mehr. Naja, egal. Gut, dann alles klar. Bis zur nächsten Folge.